Danke. Vielen Dank. Vielen Dank, auch vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf. Und vielen Dank, dass es übersetzt wird. Da freue ich mich drauf später. Ich hatte es schon gehofft und vermutet. Also, mein Vortrag lautet Kissing, heiße Tipps und Techniken. Es war so, dass ich gefragt wurde, möchtest du nicht beim Camp einen Vortrag halten? Und das Erste, was ich sagte, war, ja super, total gerne. Mein zweiter Gedanke war, scheiße, über was kann ich denn reden? Mir ist nichts eingefallen, weil ich im Grunde von nichts Ahnung habe. Und dann kam aber die Idee auf, erzähl doch im Grunde was, wie man komplizierte Sachen einfach macht. Weil das ist ein Problem, was wir oft haben im Chaos Computer Club überhaupt. Wir haben Sachen, Themen, die schon ziemlich kompliziert sind und es ist oft sehr schwer, das an die Leute dran zu bringen oder dass was hängen bleibt. Und da dachte ich, ja, das ist ja eigentlich genau das, was ich eigentlich immer mache. Und da kann ich gut was drüber erzählen. Das ist also mein Vortrag. Kissing kommt natürlich von Keep it short and simple. Ing. Weil es kommt darauf an, diese komplexen Sachen in der Verlaufsform einfach zu machen. Deshalb keep it short and simple, Ing. Und alle Leute, die gehofft haben, hier ein paar Tipps für, weiß nicht, Küsse oder so abzugreifen, falls wir gleich noch Zeit haben. Ich habe hier das Standardwerk dabei. Die Kunst des Küssens. Und das ist 91 erschienen. Und ich muss sagen, das hat bei mir eine Blockade gelöst, weil das Dr. Sommer-Team hat immer gesagt, fürs Küssen gibt es keine Anleitungen. Doch. Also, das können wir gleich zusammen auch machen. Vielleicht lese ich ein paar Teile vor. Am besten sucht sich jeder schon mal einen Partner oder eine Partnerin, je nach Vorliebe. Und dann schauen wir uns mal so ein paar Sachen durch. Also, aber erstmal keep it short and simple. Das geht am besten, und da sage ich wahrscheinlich nichts Überraschendes, mit einem gewissen Schmiermittel. Und in der Ankündigung stand schon drin, ich habe eine sehr feuchte Aussprache, deshalb ist es gut, dass der Abstand so weit ist. Weil die Leute, die hier normalerweise sitzen, die sollten auf jeden Fall Regensachen mitnehmen. Aber so ist es gut, ist auch ein bisschen kühler. Moment. Spucke. Das ist nicht nur das, was aus meinem Mund rauskommt, sondern das ist im Grunde das Prinzip, mit dem ich Sachen keep it short and simpling mache. Und zwar, wir gehen einfach Buchstabe für Buchstabe durch, damit es vielleicht hängen bleibt und damit ihr alle irgendwann so arbeiten könnt wie ich. Das erste ist das S. Also wenn man was erklären will, dann braucht man natürlich Sachverstand. Das heißt, man muss schon so ein bisschen Ahnung haben, was man erklären will. Das ist ein großes Problem bei mir, weil ich habe gesundes Halbwissen. Manche würden sagen gefährliches Halbwissen. Und das bedeutet, ich muss eigentlich mir alles nochmal irgendwie drauf schaffen. Also das heißt, wenn man keinen Sachverstand hat, wenn man nicht wirklich Ahnung hat von dem Zeug, was man erklären will oder erzählen will oder die Fragen, die man beantworten will, dann muss man sich das natürlich erstmal drauf schaffen. Also recherchieren oder lesen, mit Leuten telefonieren, die sich auskennen, die ja, dieses Thema total durchdrungen haben. Und wenn man das selbst auch schafft, ist das eine super Voraussetzung. Ist so ein bisschen wie im Englischen sagt man ja auch etwas by heart kennen, also in- und auswendig kennen. Und das ist eigentlich ganz gut, weil dieses by heart impliziert auch, dass man das mit Herzblut macht. Wenn man was erklären will, ist es immer gut, wenn man so voll dabei ist und wirklich jede Frage beantworten kann, wenn so ein Thema aufkommt.
das P, das war das S, P ist Publikum. Es ist total wichtig, dass man eine Vorstellung hat vom Publikum. Dass man, der Redakteur bei der Maus, wo ich arbeite, sagt immer, wir müssen die Leute da abholen, wo sie sind. Das bedeutet, eigentlich muss ich immer davon ausgehen, dass die Leute so viel wissen wie ich, nämlich fast nichts. Das ist ganz praktisch im Grunde. Vom Fernseher ist es so, wenn ich Sendungen mache, da kenne ich das Publikum ganz genau, weil die Sendungen, die mache ich in erster Linie, und das klingt jetzt ein bisschen egozentrisch, aber die mache ich in erster Linie für mich. Das heißt, ich weiß ganz genau, was ich mag und was ich nicht mag. Und insofern kann ich die ganzen Sendungen oder die ganzen Sachgeschichten genauso machen, dass das vorkommt, was mich interessiert. Ich habe ein bisschen Glück gehabt, weil in der letzten Zeit das, was mich interessiert, glücklicherweise eben auch viele Zuschauer interessiert. Insofern macht es einfach. Aber trotzdem ist es immer ganz wichtig, sich zu überlegen, wie sieht so die Lebenswirklichkeit aus? Also Kinder in der Grundschule, die haben natürlich was anderes, das sie beschäftigt, als Leute, die so ein Camp hier besuchen. Das heißt, wenn ich hier über, keine Ahnung, Diffie-Hellman-Schlüsselaustausch reden würde, dann kann ich hier schon mehr voraussetzen als vielleicht bei der Sendung mit der Maus. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß gar nicht, mal kurz Handzeichen. Wer von euch kennt John Oliver? Ein paar. John Oliver ist ein britischer Komiker, der in den USA lebt und der früher mit Jon Stewart zusammengearbeitet hat, war ein Korrespondent von Jon Stewart. Jon Stewart hat gerade aufgehört, seine letzte Sendung gehabt. Und John Oliver nimmt sich auch so verschiedene Themen an. Und er war vor ungefähr 4 Monaten, hatte ein Thema im Programm gehabt, was auf der Liste der beliebtesten Themen ganz weit unten ist, wenn es überhaupt auf die Liste schafft. Also praktisch direkt hinter Hautkrankheiten und Mathematik. Und dieses Thema, was er hatte, lautete Überwachung und Überwachung durch den Staat und so. Und ein Thema, was hier total viele Leute interessant finden, aber wenn man das Camp verlässt, dann ist es eher so, ja, es interessiert anscheinend nicht ganz so viele. Und John Oliver sagt dabei, es ist total wichtig, dass man darüber spricht, dass man informiert wird und informiert ist, damit man auch sich eine informierte Meinung bilden kann und eventuell einen Entscheidungsprozess einleiten kann. Und er hat Snowden besucht in Moskau und hat zu Snowden gesagt, das ist ganz toll, was du alles gemacht hast, dass du sozusagen die Öffentlichkeit informiert hast. Und es ist auch toll, dass du jetzt in einem Zimmer in Moskau lebst, ohne Fenster, wahrscheinlich für noch ein paar Monate, wer weiß, wie lange das dauert. Aber das Problem ist, es interessiert eigentlich gar keinen. Und dann hat er ein paar Ausschnitte gezeigt, so eine normale Straßenumfrage, die sie gemacht haben, hat gefragt, wer ist denn Edward Snowden und was hat er gemacht? Da kamen teilweise ganz hanebüchende Antworten. Und dann ging es darum, zu versuchen, wie man diesen ganzen Themenkomplex, den Snowden irgendwie angeschoben hat, wie man das an die Leute bringen kann, dass die damit auch was anfangen können. Und es ist jetzt Spoiler Alert, es endete damit, dass es um Dick Pictures ging. Also, jetzt sind ja auch tatsächlich ein paar jüngere Menschen hier. Bilder von Penissen. Er hat sozusagen alle NSA-Programme, ist er durchgegangen zusammen mit Snowden und hat die Frage gestellt, wie ist das relevant, wenn ich Bilder von meinem Geschlechtsteil verschicken will an meine Freundin oder sonst wen? Und komischerweise, oder vielleicht nicht komischerweise, als es in der Straßenumfrage genau darum ging, kann die Regierung Bilder von meinem besten Stück sehen, da wurden die Leute plötzlich total aufmerksam und sagten, das darf doch wohl nicht wahr sein. Die können doch nicht einfach... Und plötzlich kam da so eine Leidenschaft hoch. Auch fürs Thema Überwachung, die vorher gar nicht da war. Und da sieht man, wie wichtig es ist, sozusagen die Leute zu packen und denen zu
erklären, was das Thema oder die Frage, die beantwortet werden soll, was für eine Relevanz das für ihr Leben hat. Also Penisbilder funktioniert nicht immer, aber in dem Fall hat es funktioniert. Ist überhaupt ein ganz interessanter Punkt, dass man immer so einen Haken finden muss, an dem man ein Thema auffängt. Und das bringt uns direkt zu dem U von Spucke. Umdenken oder auch umherdenken oder untersuchen oder umherdrehen. Das hatten wir gerade verwechselt. Egal. Also, wenn ich ein Thema bearbeite oder ich schreibe eine Sendung für Wissen macht A und ich habe so einen Haufen an Themen und ich muss eine Frage beantworten in der Moderation oder in der Sachgeschichte, dann ist das Erste, was ich mache, oder das Dritte, nachdem ich mir den Sachverstand draufgeschafft habe und auch mir überlegt habe, was ich gern sehen möchte, dass ich einen Haken finde. Und ich muss dabei immer an eine Szene denken aus einem großartigen Film, There's Something About Mary. Kennt ihn jemand? Das ist ein Klassiker eigentlich, sollte jeder kennen. Da müsste eigentlich jetzt jede Hand hochgehen. There's Something About Mary, da gibt's eine Szene, die spielt sozusagen beim Angeln. Und wenn ich an einen Haken denke, an dem ich das Thema aufhänge, muss ich immer genau an diese Szene denken. Ich lasse es mal ein bisschen laufen, dass es sich einbrennt. Ist nicht immer leicht, so einen Haken zu finden, aber es hilft, wenn man die Sachen, die man bearbeitet, tatsächlich in die Hand nimmt und umherdreht. Ich meine, das Wort begreifen kommt nicht umsonst von den Händen. Man muss Sachen in die Hand nehmen und begreifen und aus allen möglichen Perspektiven sich anschauen. Mach mal hiermit weiter. Das ist kein Penis, das ist eine Wurst. Nur um Missverständnissen vorzubeugen. Christoph von der Maus hatte mal als Film die Idee zu zeigen, wie so ein Bockwürstchen hergestellt wird. Und ja, ich muss zugeben, es gibt interessantere Themen. Das dachte er auch. Und ich meine, zu zeigen, wie jetzt diese Wurstmasse in die Pelle reingedrückt wird in der Fabrik, das ist irgendwie, nicht so ganz attraktiv. Aber Christoph hat was Tolles entdeckt. Er hat sich Würste angeschaut, also Bockwürste, und ihm ist was aufgefallen. Ihm ist aufgefallen, dass alle diese Bockwürstchen, alle diese Wiener Würstchen haben so einen kleinen Knick in der Pelle. So einen hellen kleinen Knick. Zuerst dachte er, es wäre ein Fehler bei der Charge, die er bekommen hatte. Aber es war tatsächlich überall so. Und plötzlich hatte er den Haken, an der die Geschichte aufgehängt werden konnte. Weil er fing mit dieser Frage an, nämlich genau diese Entdeckung, die er irgendwie, also ich fand es total, es war wie so eine Offenbarung, so eine, wow, jetzt gucke ich mir, ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte schon Bockwürstchen an, immer mal wieder zum Essen oder sonst wo. Und mir ist noch nie aufgefallen, dass die alle tatsächlich so einen Knick haben. Und plötzlich kommt Christoph und sagt, ja, das ist bei allen so. Und wir finden jetzt mal raus, woher das kommt. Und plötzlich hatte man so eine Idee im Kopf, so eine Frage, die man sich vorher nie gestellt hat und wollte unbedingt diese Antwort wissen. Wieso haben diese Würstchen diesen Knick? Und jetzt konnte Christoph den Film im Grunde so machen wie geplant, dass er einfach zeigt, wie so eine Wurst hergestellt wird. Und ich als Zuschauer habe die ganze Zeit darauf gewartet, wann kommt denn der Knick? Und er hat die ganze Zeit gesagt, wann kommt denn der Knick? Und irgendwann tatsächlich kam der Knick. Es lag daran, dass... Soll ich das verraten? Oder wollte ich den Film angucken? Geht doch mal auf die Seite von der Maus. Ich glaube, da ist der Film. Nein, ich habe den Film nicht dabei. Wir können nicht jetzt gucken, leider. Oh. Ihr habt doch Internet hier. Was? Nee, ich bin nicht angeschlossen. Jedenfalls gibt es im Lauf der Herstellung einen Knick. Ich verrate nicht. Nein, das müsst ihr euch angucken.
Das ist sozusagen Hausaufgabe oder Zeltaufgabe, je nachdem, wo ihr wohnt. Also wichtig ist, dass man sich die Sachen genau anschaut. Ich mache es tatsächlich so, dass ich weggehe vom Computer, obwohl ich total viel mit dem Computer mache, aber gerade wenn es darum geht, am Anfang mir zu überlegen, was will ich eigentlich zeigen und was will ich darstellen, dass ich anfange zu kritzeln und Sachen zeichnen und mir die Themen aufmale. Das zum Beispiel, das hatten wir letztens in der Sendung, das ist das Hexenhäuschen, in dem Lumpi seine Mittagspause verbracht hat. Und so zeichne ich ganz viele Sachen, kritzel im Grunde nur rum und gucke, was daraus wird, was sich dabei ergibt. Das ist so richtig oldschool eigentlich. Aber es hilft zum Beispiel, eine neue Perspektive einzunehmen. Und das ist ja doch das, was wir bei Wissen macht A oft haben. Es ist so eine leicht verrückte Perspektive. Also nicht verrückt im Sinne von wahnsinnig oder irrsinnig, sondern tatsächlich nicht gerade immer so auf die Dinge drauf gucken, wie man normalerweise drauf guckt, sondern einfach einen Schritt zur Seite gehen. Also verrückt, dass man wirklich anders drauf guckt. Zum Beispiel, wenn man sich so eine, keine Ahnung, so ein Glas oder so eine Tasse anschaut. Wenn man von oben auf ein Glas drauf guckt, dann hat das Glas die Form von einem Kreis. Und wenn man aber von der Seite oder von vorne drauf guckt, dann hat so ein Glas eine ganz andere Form, nämlich die Form von einem Rechteck. Und das ist bei allen anderen Themen auch so. Es gibt, je nachdem, wie man auf was drauf guckt, sieht man was anderes, logischerweise. Dazu erzähle ich wahrscheinlich nichts Neues. Aber sich dessen bewusst zu werden, hilft total zum Assoziieren. Also Sachen, sich einfach zu überlegen und gucken, was kommt dabei raus, wenn ich da einfach weitergehe. Und diesem freien Assoziieren, das ist sozusagen mein Haken oder meine Hakentechnik. So versuche ich immer wieder, neue Aspekte von einem Thema mitzukriegen. Es hilft manchmal auch zu beherzigen, was ein ganz weiser Mann gesagt hat, Yoda. Yoda sagte, you must unlearn what you have learned. Im zweiten Film. Ich habe die klassische Zählweise. Als er Luke beibringt, wie man mit der Macht umgeht auf Dagobah, sagte ihm, dass du weißt viel, aber du musst im Grunde all die Sachen erstmal vergessen. Und genauso ist es eigentlich auch, wenn man Leuten was mitgeben will, wenn man denen was erklären will, man muss erstmal natürlich viel wissen über das Thema und dann muss man auch wissen, wann der Zeitpunkt ist, dass man das alles vergisst und im Grunde neu anfängt. Denn nur wenn man Sachen vergisst, kann man sozusagen mit einem frischen Auge auf das Problem drauf gucken und findet dann vielleicht einen Weg, das interessant zu machen, so dass andere Leute, die auch frische Augen haben, das eben auch sehen. So ein unverdorbener Blick. Es gibt einen Autor, Roger von Ock, Amerikaner, der beschäftigt sich viel mit Kreativität. Der hat so ein paar Bücher geschrieben. Das eine heißt Der kreative Kick. Ist, glaube ich, uralt, aber sehr interessant. Und der gibt auch Seminare und so. Und er hat einmal erzählt, dass er eine seiner Übungen bei diesen Seminaren ist, dass er am Ende des Raums eine Linie zieht auf dem Boden und dann werden Teams gebildet von den Leuten, die das Seminar besuchen und dann bekommt jedes Team einen Stapel Papier und eine Aufgabe. Die sollen Papierflugzeuge innerhalb von 5 Minuten so viele Papierflugzeuge wie möglich über die Linie bringen. Und dann fangen die Teams an und die meisten falten Papierflugzeuge. Und hin und wieder kommt es vor, dass das Gewinnerteam keine Papierflugzeuge faltet, sondern einfach nur Blatt für Blatt zerknüllt und einfach so über die Linie wirft. Was technisch kein Flugzeug ist. Aber von der Übung her ist es halt so, dass er sagt, das Papier muss über die Linie. Die meisten Leute sagen sofort, okay, da muss ich Papierflugzeug machen und vergessen, können es nicht vergessen, so diese Vorstellungen, die sie haben. Das hilft aber manchmal, um eben neue Wege gehen zu können und vielleicht neue Ideen aufkommen zu lassen. Also,
Vergessen, was man normalerweise über ein Thema denkt, das kann sehr weiterhelfen. Und das bringt mich jetzt zum Pausenprogramm. Ja, ich habe Pausenprogramm eingeplant. Es kam vor ein paar Tagen, am 30. Juli, ein Tweet von Katharina Meier. Ist Katharina Meier hier? Wo? Hallo Katharina. So, weil ich weiß, dass es total peinlich ist, rausgerufen zu werden, darfst du sitzen bleiben. Ich habe die Maus nicht mitgebracht, aber ich habe... Bitte? Lumpi habe ich auch nicht mitgebracht. Ist ihm zu heiß, der kann ja nicht mehr hecheln. Und wie soll er sonst schwitzen? Außerdem verliert er gerade ein bisschen Sand und muss zur Reparatur. Wir sind ja bald wieder im Studio. Wir haben gerade über das Gedächtnis gesprochen und übers Sachen vergessen. Und als kleine Pausen, als Intermezzo, ich habe letztens ein Buch wieder gefunden, Life's Little Destruction Book. Und Katharina wollte, dass ich davon was vorlese. Und deshalb werde ich jetzt ein paar Regeln vorlesen, die das Zusammenleben einfacher machen. Das erste ist Regel Nummer 45, Develop a Convenient Memory. Das klingt sehr gut für die Arbeit, wenn man Sachen vergessen soll, aber es ist auch sehr praktisch, wenn man Sachen einfach so hin und wieder vergisst. Regel 207, when you're done with your gum, stick it under the chair. Ich lasse es mal unkommentiert stehen. 271, remember that everything was better years ago. Das erste Mal hier heute, ne? Auf der Ziegelei. Ich hoffe, es wird besser als beim letzten Mal. Dann etwas, was ich auch immer gerne mache, das ist Regel 384, tell long boring stories. Und es tut mir leid, dass ich das mache. Wirklich, es ist eigentlich nicht meine Absicht, aber Entschuldigung, trotzdem. Die letzte Regel, 222. Apologize a lot, but don't change. Das ist nicht gut, jetzt zu applaudieren. Das klingt fast so, als ob das okay wäre, wenn ich das mache. Aber gut. Das war unser kleines Intermezzo für dich, Katharina. Bitte. Es gehört auch dazu. Wir nehmen Zuschriften immer sehr, sehr ernst. Egal auf welchem Kanal sie uns erreichen. Der nächste Punkt ist ein ganz besonderer: Camouflage. Camouflage ist im Grunde Tarnung. Tarnung ist sehr, sehr wichtig, gerade wenn man so Wissenssendungen macht, wie Wissen macht A oder auch die Sendung mit der Maus. Denn meistens ist es so, dass Leute mit Wissen Schule verbinden und Schule verbinden sie mit Langeweile und Langeweile verbinden sie mit Ausschalten und das ist das, was wir überhaupt nicht haben wollen. Deshalb ist es wichtig, dieses Wissen irgendwie zu tarnen. Und das geht mit Leberwurst. Leberwurst ist metaphorisch gemeint. Und dazu muss ich eine kleine, lange Geschichte erzählen. Meine Eltern hatten Hunde, unter anderem Bobtails oder ein Bobtail. Sein Name war Benjamin. Und Benjamin hat, wie alle Bobtails, lange Haare, auch am Hintern. Das Problem ist, dass Benjamin... Wir nannten ihn auch oft Hauch des Todes, weil er in seinen letzten Lebensjahren unglaublichen Mundgeruch hatte. Es lag nicht daran, dass wir wahnsinnige James-Bond-Fans waren. Jedenfalls, Benjamin hatte nicht nur lange Haare am ganzen Körper, auch am Hintern, sondern auch hin und wieder ein Durchfallproblem. Was? Ach ja, es kommt noch besser. Also spar dir das. Wenn Durchfall auf lange Haare trifft, dann trocknen die Haare und der Durchfall und es gibt gerade so im Hinternbereich wie so eine Art Korken.
Wenn der Durchfall aber weiter sich sozusagen im Verdauungstrakt aufbaut, dann entsteht Druck. Und ich habe meine Eltern mal sonntags zum Frühstück besucht, weil gerade der Bereich rund um den Eingang neu gestrichen war, mit weißer Farbe, zufälligerweise da, wo Benjamin immer lag. Und wir saßen am Frühstückstisch und haben gefrühstückt am Sonntag. Benjamin saß in seiner Ecke am Eingang, frisch gestrichen alles. Und plötzlich gab es komische Geräusche. Benjamin stand auf, ging ein bisschen rum, stand und dann macht es auf einmal. Die weißen Wände waren dann nicht mehr so weiß. Die hatten es war so eine Mischtechnik, würde ich sagen. Jedenfalls, der Druck war zu groß, der Pfropfen wurde weggesprengt, der Darm entleerte sich wahnsinnig schnell. Und das war das. Und dann habe ich gefragt, wieso gebt ihr dem Hund eigentlich nicht die Tabletten, die ihr vom Tierarzt bekommen habt, damit es weggeht? Also nicht der Hund, sondern der Durchfall. Da sagte meine Mutter, ja, der spuckt die immer aus, der frisst die einfach nicht. Und dann ist uns, während wir unsere Brote geschmiert haben, aufgefallen, wir könnten es ja mal so probieren, dass wir einfach die Tablette nehmen und die ordentlich mit Leberwurst einschmieren und dann dem Hund geben. Und was soll ich sagen? Eigentlich ist es total einfach und jeder Hundebesitzer kennt das. Der Hund hat die Tabletten, das war dem total egal. Hauptsache, da war dick Leberwurst drum. Der hat die runtergeschluckt wie sonst was. Der Durchfall war wie weggeblasen. Und ich hatte was fürs Leben gelernt, nämlich Leberwurst hilft, bittere Pillen zu schlucken oder auch Informationen oder Fakten. Und das meine ich mit Camouflage. Das heißt, wenn man so einen Haken gefunden hat, ist es oft auch direkt so eine Art Hinweis, wie man vielleicht die Sachen tarnen kann, damit die Leute, die gar nichts davon wissen wollen, von Computern oder von irgendeinem anderen Thema, dass sie trotzdem dranbleiben. Denk Penisbilder. Das war auch eine Art von Leberwurst wahrscheinlich. Außerdem ist es ganz gut, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt gerade selbst gemerkt habt, von wegen too much information. Ekel ist eine ganz große Emotion. Es ist ein ganz starkes Gefühl. Und es hilft immer, Reize miteinander zu verknüpfen. Das heißt, bei Wissen macht A passiert das ständig, dass wir Sachen zeigen und Schari macht vielleicht einen Witz. Oder ich popel in der Nase. Gerade Nasepopeln erzeugt bei vielen Eltern so ein leichtes Ekelgefühl. Und die gucken dann zu ihren Kindern, wenn sie es zusammen gucken, sagen, das machst du aber nicht zu Hause. Und gleichzeitig bleibt aber bei den Kindern nicht nur dieses Ekelgefühl hängen vielleicht im besten Fall, sondern auch, dass ich erzähle, dass wir Menschen zu den Trockennasenaffen gehören. Das bedeutet, dass unser Nasensekret eintrocknet und wir es sozusagen manuell entfernen müssen, damit die Nase ihre eigentliche Funktionsweise weitermachen kann, also riechen und so. Bei anderen Affen, Feuchtnasenaffen, da läuft es immer so raus, die brauchen höchstens ein Taschentuch oder schniefen es so weg. Aber bei uns ist es eben so. Und das bedeutet, man muss die Sachen auch da in die Hand nehmen, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und nicht wie Kaugummis unter Stühle kleben, sondern im besten Fall aufessen. Das ist das Hygienischste. Was? Euch möchte ich sehen, wenn ihr irgendwo hier so dran packt und da ist eine Reihe von Popeln. Ich glaube, das ist noch ekliger. Übrigens, ganz interessant, Popel oder die Nasenhaare, die sind ja wie ein Filter. Immer wenn ich mit der Maus zum Beispiel, wenn wir mal so ein fremdes Land besuchen und da so eine Sondermaus machen, kann ich immer am ersten Abend genau sehen, wie die Luftqualität ist. Es gibt Orte, wie zum Beispiel Delhi, da sind die Popel am Abend sehr schwarz. Und dann gibt es aber Orte, wie zum Beispiel Brasilia, da haben die Popel eine ganz andere Farbe, eher so golden.
Da sieht man, wie die Härchen funktionieren und wie sie versuchen, die kleinen Staubpartikelchen auszufiltern, damit die nicht in die Lunge kommen. Also ein guter Gradmesser ist ein Popel, allein deshalb sollte man sie sich öfter anschauen. Also Popeln ist ein Zeichen dafür, dass wir unglaublich hoch entwickelt sind, Trockennasenaffen. Der nächste Buchstabe, K. Ich habe das mal zusammengefasst, ich weiß, es sind eigentlich zwei Wörter, aber weil es einfach so ein Begriff ist, kann man es auch gut zusammenschreiben, keine Panik. Also, ihr habt ein Thema, ihr habt es durchdrungen, ihr wisst, vor wem ihr sprecht und ihr habt wieder alles vergessen und ihr habt einen Haken gefunden und dann kommt der große Moment, ihr müsst das Referat halten und habt wahnsinnig Schiss. So geht es mir zumindest oft. Im schlimmsten Fall kriegt ihr wieder Durchfall. Muss nicht sein. Wichtig ist, sich einfach zu denken, man muss keine Angst haben. Alle Leute hätten Schiss, so ein Referat zu halten und es ist nichts Schlimmes. Selbst wenn Sachen schief gehen, macht das nichts. Man muss keine Angst vor Fehlern haben, denn Fehler sorgen dafür, dass man immer wieder auch neue Sachen entdeckt. Um nochmal Yoda zu zitieren, Anger, Fear, Aggression, the dark side are they. Once you start down the dark path, forever will it dominate your destiny. Also bitte, keine Angst, schon gar nicht vor Fehlern. Das ist übrigens aus dem dritten Teil, kurz bevor Yoda stirbt. Fehler sind deshalb gut, weil aus Fehlern immer was Neues entsteht. Ich war jetzt im Urlaub, in Schweden. Wir haben uns das Vasa-Museum angeschaut. Die Vasa war ein Riesenschiff. Also stellt euch Fluch der Karibik vor, nur in echt. Die Vasa war wahnsinnig teuer, hat ein Viertel des schwedischen Staatshaushalts gekostet, damals, 1620, als sie gebaut wurde. Die Vasa-Werft war der größte Arbeitgeber, also die hatten so viele Leute, dass sie 2 Jahre brauchten, nur um dieses Riesenschiff zu bauen. Das ist ein bisschen dunkel, weil das Museum ist relativ dunkel, aber ich glaube, man kann es etwas sehen. Und es war wahnsinnig groß. Damals war es so, dass der schwedische König hatte so ein bisschen Zoff mit dem polnischen König und wollte halt Kriegsschiffe bauen, hat mitbekommen, dass der polnische König eben auch ein Kriegsschiff bauen ließ mit 2 Kanonendecks. Und da sagte der schwedische König, ich möchte auch 2 Kanonendecks haben. Also wurde kurzerhand noch ein 2. Kanonendeck mit eingebaut. Außerdem wollte der König gerne, dass das Schiff sehr wendig ist und es sollte auch noch schön aussehen. Deshalb wurde es sehr schmal gebaut und auch mit sehr vielen Statuen und Ornamenten verziert. Dann nach 2 Jahren Bauzeit war es soweit. Der große Stapellauf, ganz Stockholm war auf den Beinen. Die Vasa hisste die Segel. Es kam eine leichte Brise auf. Und das Schiff neigte sich etwas. Dummerweise waren die Kanonenluken offen, sodass da ganz schnell Wasser reinlief. Und nach 20 Minuten auf dem Wasser war die Vasa auf dem Grund und gesunken. Super peinlich. Das Einzige, was noch rausguckte, war die Spitze von einem Mast. Die wurde nach ein paar Tagen noch abgesägt, weil das einfach grässlich war. Das heißt, der König hat wahnsinnig viel Geld ausgegeben und einen Riesenfehler gemacht, weil er nicht auf die holländischen Konstrukteure gehört hat, sondern sein Ding durchziehen wollte. Jetzt könnte man meinen, Gott, hoffentlich passt mir sowas nie. Das ist ja das absolut fürchterlichste überhaupt. Aber das Tolle ist, wenn dieser Riesenfehler nicht passiert wäre, und es sind damals auch 30 Leute dabei gestorben, also es war echt dramatisch, aber wenn dieser Fehler nicht passiert wäre, gäbe es heutzutage dieses Schiff nicht. Und das ist das einzige Schiff, das so gut erhalten ist, das überhaupt so komplett erhalten ist, aus dieser Zeit. Und das ist ein Wahnsinnszeitzeugnis. Man kann da sehen, wie die Leute gelebt haben, wie die ihre Schiffe gebaut haben. Sowas gibt es sonst nicht. Und das alles, weil es eben da diesen riesen Fehler gab. Das heißt, aus Fehlern kann was Tolles entstehen. Und wenn es nur ein Museum ist, was um den Fehler rumgebaut wird. Es lohnt sich aber sehr. Auch wir haben natürlich, wir machen auch Fehler bei den Sachgeschichten. Und total peinlich, mir ist das letztens passiert. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat, aber ich habe einen Film gemacht darüber,
was eigentlich DIN A4 ist. Ich meine, jeder liest es jeden Tag, aber keiner weiß genau, was DIN A4 ist. Ja, lustig. Danke fürs Lachen. Ja, also es ist ein blöder Zahlendreher. Ich weiß nicht, wieso mir der nicht aufgefallen ist, aber sowas kommt vor und das ist Kacke, aber es hilft nichts, darüber wütend zu sein. Das wird geändert und dann beim nächsten Mal ausstrahlen wird es hoffentlich der einzige Fehler gewesen sein. Aber sowas passiert einfach. Armin ist sowas auch mal passiert. Armin hat mal einen Film gemacht, warum sich das Geschenkband kräuselt, wenn man mit einer Schere so drüber zieht. Wisst ihr, was ich meine? Und er hat recherchiert und er hat mit Wissenschaftlern gesprochen, die haben ihm gesagt, ja, das ist hat was mit Hitzeentwicklung zu tun und so, wenn dieses Metall von der Schere über das Band geht. Armin hat den Film gemacht, der Film wurde ausgestrahlt und es gab unglaublich viel Post. Unter anderem auch von der RWTH Aachen. Die haben gesagt, nee, das ist total falsch. Das hat überhaupt nichts mit Wärmeentwicklung zu tun. Wir können es dir gerne unter dem Mikroskop zeigen. Das ist eine Materialverschiebung. Das heißt, die Schere verschiebt sozusagen das Bandmaterial so ein bisschen und dadurch kräuselt sich das. Und das war natürlich einerseits hochpeinlich, aber Armin hat im Grunde das einzig Richtige gemacht. Er hat einen zweiten Film gemacht. Der zweite Film fing damit an, dass er gesagt hat, hier, das haben wir gemacht, Asche auf unser Haupt. Das war total falsch, aber glücklicherweise gibt es Leute, die uns darauf hingewiesen haben. Und dann hat Armin das als Gelegenheit genommen und hat die Geschichte noch mehr erzählt und hat es diesmal richtig erzählt. Und das war natürlich super, weil er hat seine Glaubwürdigkeit bewahrt. Er hat es nicht unter den Tisch oder einen Teppich gekehrt, sondern hat gesagt, ja, es passiert einfach, ist okay. Und, was nicht zu verachten ist, er konnte mit einem und demselben Thema zwei Filme machen. Und apropos Fehler. Und ich habe es gestern schon gesagt, ich finde es super. Gut, bei Type of Activity Hands-On hatte ich ein bisschen Angst, als dann stand Matt and Reed. Aber ihr seid herzlich willkommen gleich noch zum Treffen an der großen Rutsche hinten im Family Park. Wie heißt das? Family City? Um 19 Uhr bin ich da und da können wir nochmal das machen, was man da so macht. Also 19 Uhr. Dann der letzte Buchstabe E. Das ist ein fürchterliches Wort eigentlich, aber mir fiel nichts anderes ein zu E. Entertainment. Aber Entertainment ist insofern auch ganz wichtig, weil oft werde ich gefragt, bei Wissen macht A beispielsweise, was ist das für ein Wissensprogramm oder wie ist das, so Wissen für Kinder zu vermitteln oder für junge Menschen oder Menschen allen Alters? Und für mich ist es ehrlich gesagt weniger das Wissensvermitteln, sondern eher so die Unterhaltung. Also ich finde es wichtig, dass es unterhaltsam ist und dass man Spaß hat, die Sachen zu gucken. Denn ich weiß nicht, wie es euch geht, aber grundsätzlich ist es so, unsere Gehirne sind ja im Grunde so gebaut, dass sie an langweiligen Sachen überhaupt kein Interesse haben. Wenn was langweilig ist, dann verschwindet es ganz schnell. Und deshalb ist es wichtig, wenn man dann die Sachen präsentiert, dass man ja die Leute auch ein bisschen unterhalten kann. Dazu gehört auch Sprache. Also ich denke, es ist ganz wichtig, dass man nicht in seinem Jargon bleibt, in seiner Fachsprache, sondern dass man versucht, so zu reden, dass man das Gefühl hat, ja, das kommt auch an. Das ist zum Beispiel ganz wichtig bei der Sendung mit der Maus. Es gibt ja diesen besonderen Duktus bei den Sachgeschichten, wie die vertont werden. Das liegt daran, dass wir die Sachgeschichten ohne Text vertonen. Das heißt, wir sehen das Bild und sprechen mehr oder weniger live dazu. Es wird so mal abgebrochen, wenn was nicht so richtig war, aber deshalb kommt so dieser gewisse, ja, Erzählstil. Und lustig ist die Geschichte, wie das passiert ist. Normalerweise, wenn man so einen Film macht, dann gibt es immer Abnahmen mit dem Redakteur. Das heißt, der Rohschnitt wird abgenommen, wird gezeigt, dann sagt der Redakteur, ja, das ist gut oder es gibt da noch Änderungen. Wenn man dann den Feinschnitt gemacht hat, dann geht man nochmal zum Redakteur hin und zeigt ihm das. Und oft ist es so, dass man sich zusammen den Film anschaut und während der Film läuft, erzählt man so im Groben, was man in der Sprache später drauf sprechen wird. Und genauso hat es Armin vor, weiß nicht, 39, 40 Jahren auch mal gemacht bei einem seiner Filme. Ganz früher war die Sachgeschichte nämlich so, dass
es keine Sprache gab. Die waren nur, es waren nur Bilder und Musik, bis dann irgendwelche Kritiker gesagt haben, ihr macht unsere Kinder sprachlos. Und dann hat man sich überlegt, ja, vielleicht sollten wir doch ein bisschen was dazu sprechen. Und dann ging Armin, ich glaube, zu Gerd Müntefering, so hieß der Redakteur, und hat ihm den Film gezeigt, hat dazu gesprochen. Und Gerd sagte, ja, genau so, mach das, geh ins Tonstudio, nimm es auf und dann ist der Film fertig. Und Armin hat natürlich das so gemacht, wie er es gelernt hat. Er ist ins Tonstudio gegangen, hat seinen Text abgelesen und hat den Film vertont und ging wieder zum Redakteur, um ihn komplett abnehmen zu lassen. Und dann saß er so da und meinte, nee, das ist nicht so, wie du es mir gezeigt hast. Du hast das ganz anders gesprochen. Und genau so möchte ich es haben. Und so kam das, dass sozusagen dieses Improvisierte, was nur bei der Abnahme einfach so nebenher eingesprochen worden ist, zu dem Sprachstil mehr oder weniger wurde, den es bei der Maus gibt. Und das bedeutet, wir bleiben eigentlich immer am Bild, wenn wir was erzählen und erklären und gehen nicht in irgendeine Metaebene. Das heißt, wir versuchen immer nur das zu beschreiben, was man da sieht. Das macht es einerseits sehr kompakt, weil man Reizverknüpfung, Sachen hört und gleichzeitig sieht. Und andererseits ist es auch sehr konzentriert, weil man nicht abschweift oder so. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig, dieses Abschweifen. Weil ich kenne es auch von mir, lange Sätze zu sprechen, ist meistens viel, viel einfacher, als sich zu konzentrieren und ein Sachverhalt in einen kurzen Satz zu packen. Und jetzt kommt der Satz, auf den ich mich in der Übersetzung freue. Denn es ist ja so eigentlich, wir sind ja alle irgendwie kleine Kants. Und es ist so, dass nicht jeder steht auf seitenlange Sätze, so wie Kant es immer geschrieben hat. Und ich nie die geistige Reife dazu hatte, das zu verstehen damals im Philosophieunterricht. Und er mich wahnsinnig genervt hat und ich mir geschworen habe, kurze Sätze sind viel besser, keine Kantsätze, denn ja, das ist einfach so. Ganz wichtig. Wichtig auch, dass man, wenn man so Präsentationen macht wie hier, oft ist es, also mir gefällt es nicht so, aber es gibt natürlich auch andere Vorlieben, man sieht Folien mit ganz vielen kleinen Tabellen beispielsweise, sind so Winzigkeiten, die sind so winzig, dass man es gar nicht alles sehen kann. Und oft sind es auch viel zu viele Informationen. Also, dass man da einfach sich reduziert und zurücknimmt. Also, es simpel hält. Und natürlich auch kurz hält. Also, das ist was ich immer wieder versuche und was ich auch immer total schön finde. Wenn irgendeine Sendung aufhört oder ein Vortrag aufhört und ich das Gefühl habe, schade, dass es schon zu Ende ist. Das ist viel, viel besser, als wenn ich denke, wow, jetzt könnte aber langsam mal zum Schluss kommen. Das sind so die Prinzipien, nach denen ich arbeite und ich hoffe, dass ihr ein bisschen was von der Spucke mitnehmen konnte, die ich benutze, um die Sachen flüssig zu halten. Vielen Dank. Danke. Hey, wir haben noch 15 Minuten. Partnerwahl. Wir können alternativ auch Frage-Antwort-Spielchen machen. Gibt's noch Fragen? Nein. Okay. Dann sag eine Zahl zwischen 1 und... Nein. Gibt es noch irgendwo eine Frage? Da ist eine Frage in der Mitte. Bitte für Fragen die Mikros in den Saalgängen verwenden, weil sonst hört euch niemand auf den Stream. Ich würde gerne wissen, bei welchem Aspekt von Spucke sich Lach- und Sachgeschichten von Formaten wie Galileo. Galileo. Da
Ich habe mal was zu mir da beschäftigt. Da erwischte mich tatsächlich auf dem falschen Fuß. Ich guck Galileo nicht. Aber was denkst du denn? Also, wenn man Galileo guckt, also ich weiß nicht, das ist ein ähnliches Format wie gesagt, Geschichten im Privatfernsehen. Auf jeden Fall hat man nach dem Gucken von dieser Sendung, die er nicht leiden kann und nicht kennt, weiß ich, eher das, also danach nicht das Gefühl, etwas gelernt zu haben. Mhm. Und bei einer Sachgeschichte ist es schon so. Aber also ich glaube, Galileo, was war das? Er hat einfach schon gesagt. Ich glaube tatsächlich, vielleicht ist es so, dass das nur Ucke ist. Oder K. Und dass das Spu fehlt. Könnte ich mir vorstellen. Also, es macht ja auch jeder anders, ehrlich gesagt. Und ich glaube, dass es auch viele Leute gibt, die Galileo-Filme besser finden als die Sachen bei Wissen macht A oder auch bei der Maus. Es ist ja auch so, es ist ja auch ganz wichtig, dass man weiß, es gibt total viele Geschmäcker und ich kann nicht alle Geschmäcker gleichzeitig befriedigen. Also ich kann nicht jedem gefallen, das geht einfach nicht. Das Einzige, was ich machen kann, ist nur Sachen zu machen, die mir gefallen, dann weiß ich, dass wenigstens einer was davon hat. Und ich glaube, dass auch Galileo seine Daseinsberechtigung hat, auch mit der Art von Film. Aber es ist nicht mein Geschmack. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, da ist eine. Ja. Die Sache mit der Leberwurst, die treibt uns natürlich um. Die Frage dreht sich um den Punkt C, Camouflage. Wir haben hier ein tolles, veganes, vegetarisches Restaurant. Ich wusste es. Deshalb, es war doch nur metaphorisch gemeint. Das ist natürlich metaphorisch, aber ich habe gelernt, dass man den Haken nicht schluckt, wenn die Camouflage nicht passt. Hast du da eine Feldforschung, was man drumherum packen muss? Vielleicht ein paar Tipps dazu. Was schmeckt wem? Also, ich glaube, Leute lachen zum Beispiel lieber, als dass sie weinen. Jetzt könnten wir Wissen macht A mal einen Versuch machen, wenn wir eine Sendung so machen, die total traurig ist und die Leute praktisch den Tränen nahe bringt und gucken, wie viel dann hängen bleibt. Wahrscheinlich nicht so viel, vielleicht auch was. Aber wichtig ist einfach, dass man versucht, das Thema schmackhaft zu machen. Vielleicht wäre das das richtige Wort. Es geht mit Humor, ist vieles leichter. Auch wenn man Sachen oder sich selbst nicht so ernst nimmt, die Sache aber vielleicht schon ernst nimmt, hilft auch total. Wenn man Fehler zulässt und guckt, was dabei Neues entsteht, das hilft auch total. Und es kommt aber auch immer wieder auf das einzelne Thema an. Es muss irgendwie immer wieder ansprechend gemacht werden. Das ist, glaube ich, der Knackpunkt dabei. Aber wie man das dann tatsächlich macht, das lässt sich am besten im konkreten Beispiel sehen. Vielleicht sollten wir beim nächsten Mal so einen Workshop noch machen, wo wir verschiedene Themen durcharbeiten, einfach gucken, auf was wir kommen. Das wäre vielleicht eine Idee. Man kann es nicht pauschal sagen, was jetzt für alle das Gute ist. Warum macht ihr die Sendung mit der Maus? Gute Frage. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach, weil wir total viele Fragen haben und festgestellt haben, also ich zumindest in jungen Jahren, dass weder meine Eltern noch meine Lehrer noch der Pfarrer mir alle Fragen beantworten konnten. Und
Irgendwann fängt man dann an, selbst sich auf die Suche nach Antworten zu machen. Und wenn man Glück hat, sind die Antworten, die man findet, teilweise ganz vorzeigfähig. Und dann kann man da tatsächlich auch so eine Sendung machen. Oder inzwischen gibt es ja ganz andere Verbreitungsmöglichkeiten. Aber wir machen die hauptsächlich deshalb, weil wir viele Fragen haben. Und weil wir viele Fragen bekommen. Das sind so die Gründe. Und weil es Spaß macht, ehrlich gesagt. Das ist das Wichtigste bei allem, was man macht, dass man guckt, dass man Spaß dabei hat und dass man eine gute Zeit dabei hat. Bei Wissen macht A beispielsweise ganz extrem, ich kann unglaublich viel Chaos verbreiten und muss danach nicht mal wegräumen. Also es gibt immer Mengenlehre, die große Menge an Sachen, die man gerne macht und eine große Menge an Sachen, die man gut kann. Das, was man gerne macht, muss nicht unbedingt was sein, was man gut kann. Und das, was man gut kann, muss nicht unbedingt was sein, was man gerne macht. Zimmer aufräumen kann ich total gut, hasse ich aber. Ich backe total gerne, aber ich kann's nicht. Aber wenn man diese beiden Mengen hat und da gibt's irgendwo eine Schnittmenge, dass man was findet, was man gerne macht und gut kann, wenn man das gefunden hat, dann kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Dann hat man sehr viel Spaß und das ist, glaube ich, also zumindest bei Armin, Christoph und mir, bei der Maus so und auch bei Wissen macht A und bei vielen, vielen, die da auch arbeiten, es macht einfach sehr viel Spaß. Ich wüsste unglaublich gerne, wie der Knick in die Wurst kommt. Ich habe die Sendung nämlich leider nicht gesehen und die gibt es nicht im Nachhinein abrufbar. Ach, hast du schon nachgeguckt? Ja, ich habe schon gesucht nach dem Archiv von der Sendung mit der Maus und das gibt es leider nicht so richtig. Mich würde es wirklich interessieren. Ich weiß es nicht mehr. Nee, ich glaube, ich meine mich schwach erinnern zu können, dass diese Würste irgendwann aufgehangen werden und da, wo die dranhängen an dieser Stange, da drückt sich die Stange in die weiche Wurstmasse rein und bleibt dann da drin, wenn die dann härter wird oder aushärtet. So ungefähr war das. Bitte. So geht ihr mit euren Hausaufgaben um. Noch eine Frage? Nein? Moment. Also ich bin nicht ganz sicher, ob... Ich bin nicht ganz sicher, ob du der richtige Adressat bist, aber es ist sehr schön, wenn es für Kinder schöne Erklärungen gibt. Aber ich fühle mich als Erwachsener, der ich unheimlich viel weiß, da jetzt nicht so sehr angesprochen. Also ich denke jetzt zum Beispiel an die Entwicklung von Kopfball, was irgendwie eine unheimliche wissenschaftliche Tiefe hatte, wo man auch intellektuell gefordert wurde als Erwachsener. Ich finde das schön, wenn man sehen kann, wie Streichhölzer gemacht werden und wie man Brühwürste macht und all sowas, finde ich total super. Aber komplexere technische Zusammenhänge werden überhaupt nicht mehr erklärt, sage ich mal. Kannst du da noch irgendwas zu sagen? Es gibt ja Sendungen wie zum Beispiel Quarks, Quarks und Kaspers oder Quarks und Co. Die sind eine Dreiviertelstunde lang, die laufen im WDR-Fernsehen und da wird schon sehr in die Tiefe gegangen. Das sind nicht nur technische Themen natürlich, es sind auch gesellschaftliche Themen, die auch was mit Wissenschaft zu tun haben. Aber da wird wirklich in die Tiefe gegangen, weil die sind monothematisch, die Sendungen, und es gibt auch solche Sachen. Natürlich, und das ist traurig, es werden auch viele Sachen gestrichen. Also Kopfball zum Beispiel oder auch Sendungen wie Nano, das auf Dreisat lief, wird gestrichen, weil gespart werden muss. Und das trifft uns natürlich auch als Autoren und als die ganzen Wissenschaftsredakteure und Wissenschaftsautoren, weil das natürlich auch sehr schmerzhaft ist, diese Streichungen.
weil viele auch das Gefühl haben, ich auch, dass Geld ausgegeben wird für Sachen, die uns nicht interessieren, aber die anscheinend dann doch irgendwie relevanter sind. Fußballrechte. Und ja. Also es gibt es. Und das Einzige, was man machen kann, ist, sich Gehör verschaffen. Du kannst es mir sagen, ich trage es weiter, aber es hilft noch mehr, wenn ganz viele Leute sich Gehör verschaffen und schreiben, weil, wie gesagt, alle Briefe werden gelesen, also zumindest beim Westdeutschen Rundfunk, auch bei den anderen ARD-Anstalten auch, die werden gelesen und es wird auch ernst genommen. Es landet nichts im Papierkorb, einfach so. Das heißt, wenn man sich wirklich dafür einsetzen möchte, dann muss man sich engagieren und man muss den Mund aufmachen oder schreiben. Sehr gut. So, wir haben jetzt keine weiteren Fragen mehr, oder? Doch, hier drüben. Ich hätte noch eine. Und zwar, ich habe letztlich mal wieder, eigentlich mit großer Begeisterung, wie immer in der Folgesendung mit der Maus gesehen. Und da ist mir aufgefallen, es kam quasi keine Frau drin vor. Das ist oft so. Und natürlich, ich kann mir vorstellen, wenn man ein technisches Thema erklärt, wo es halt auch nur technische Ansprechpartner gab, die Männer sind, dann soll man auch nicht irgendwelche Frauen vor die Kamera zerren, die nichts mit dem Thema zu tun haben. Aber ich habe mich gefragt, ob ihr darauf achtet und irgendwie versucht, da die entsprechenden Herzbekommen. Bei der Sendung mit der Maus gab es jahrelang nur alte Säcke. Das stimmt. Aber seit einiger Zeit ist Marlin zum Beispiel mit dabei. Die hat jetzt kurz Mutterschutz und kommt aber wieder zurück und macht wieder Filme. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall auch eine Frau. Und da wird, also ich kann nur von mir sprechen, ich finde es auch wichtig. Wir haben bei Du bist kein Werwolf die Sendung über die Pubertät, die ich mache. Das mache ich zusammen mit Christine Henning, auch eine Frau. Der Wissen macht A mache ich mit Shari zusammen. Dann 9,5 ist auch so ein Programm, was jetzt weniger wissenschaftliche Themen hat, aber mehr so gesellschaftliche Themen. Da ist es auch im Grunde so, dass zwei Frauen und zwei Männer da sind. Also wir versuchen schon, das relativ ausgeglichen zu machen. Es ist natürlich so, dass nicht in jeder Sendung immer, also ich bin auch nicht in jeder Sendung. Das heißt, bei der Maus gibt es auch Sendungen ohne mich. Das kommt immer darauf an, wie die zusammengestellt sind und wer die Filme dann gemacht hat. Aber grundsätzlich gebe ich dir total recht, da muss man auch darauf achten, dass man auch den jungen Zuschauern vermittelt, es ist völlig okay, dass man sich für technische Sachen interessiert oder auch nicht, wenn man jung ist oder wenn man ein Mädchen ist. Das gehört einfach dazu, das gehört zu unserem Leben und man muss es auch vorleben, dass auch Frauen sich dafür interessieren und Sachen erklären können. Das finde ich auch. Dann vielen Dank, Ralf Kaspers. Danke. Vielen Dank. Jetzt haben wir das total vergessen. Vielleicht kriegst du noch einen Talk. Beim nächsten Mal. Viel Spaß noch.